Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich bei Klagemauer TV. Es ist schon ein unglaublicher Vorgang, den Professor Leisenberg bei seinem Impulsreferat auf dem Forum Familie 2014 in Stuttgart beschrieben hat. Man stelle sich das einmal vor. Die Gender-Mainstreaming-Ideologie, die unsere gesamte Gesellschaft verändern soll, sei, ohne jemals das Parlament oder die Bevölkerung aufzuklären, oder sie gar zu fragen, an sämtlichen demokratischen Institutionen vorbei, per Kabinettsbeschluss für alle gesellschaftlich bedeutsamen Institutionen verbindlich eingeführt worden. Und bis zum heutigen Tag weiß kaum ein Mensch, worum es geht, was Gender Mainstreaming denn überhaupt nur schon ist. Dabei geht es um nichts weniger als um die Durchsetzung einer Pflichtideologie. Die Durchsetzung eines Pflichtglaubens, eines Pflichtbekenntnisses, ja letztlich einer Pflichtpraxis für jeden Bürger Europas und weit darüber hinaus. Von welcher Ideologie, von welchem Zwangsglauben reden wir da gerade? Es geht um nichts weniger als um die pflichtgemäße, also obligatorische Übernahme einer neuen Weltanschauung. Diese besagt, dass es nicht nur zwei, sondern mindestens sieben verschiedene Geschlechter gebe. Nein, liebe Zuschauer, Sie haben sich gerade nicht verhört. Männlein und Weiblein ist bei den eben erwähnten Befehlshabern und Gesetzemachern längst Geschichte. Und solch ein Kaliber von Weltanschauungszwang wurde für alle Institutionen im europäischen Raum und weit darüber hinaus einfach zum Pflichtfach erklärt und übergestülpt. Das meint, sämtliche Institutionen sind nun dazu verpflichtet, Gender Mainstreaming in Volk und Schule durchzusetzen. Vorbei an der ganzen Bevölkerung also. Was aber ist das Ziel hinter alledem? Das Ziel dahinter, so der kinderlose Olaf Scholz damals, sei die Lufthoheit des Staates über die Kinderbetten. Wussten Sie, liebe Zuschauer, dass nun der Staat bestimmt, wann die Kinder schulpflichtig werden? Tendenz immer früher. Wussten Sie, dass nun der Staat bestimmt, wie lange die Kinder täglich die Schule besuchen müssen? Tendenz Ganztagsschule. Doch wer eigentlich ist genau der Staat? Der Staat bestimmt nun auch die Unterrichtsinhalte, die Erziehungsziele, also wiederum die Durchsetzung der Gender-Ideologie. Und der Trend ist eindeutig. In den meisten Grundschulklassen sind es höchstens nur noch eine Handvoll Kinder, die mittags zu Oma oder Opa oder sogar noch seltener nach Hause zu Mama und Papa gehen. Josef Kraus, Präsident eines deutschen Lehrerverbandes, sagte: Kita- und Ganztagsschulen sind für mich Symptome der fortschreitenden Verstaatlichung und Kollektivierung der Kindererziehung. Es geht also unübersehbar darum, die Eltern aus der Erziehung rauszudrängen, um letzten Endes einen namen- und gesichtslosen Staat freischalten und walten zu lassen. Hören und sehen Sie im Anschluss in unserer Rubrik Bildung unzensiert das ganze Kurzreferat von Professor Wolfgang Leisenberg. Professor Leisenberg hielt diesen Vortrag beim Forum Familie 2014 zum Thema Toleranz und Akzeptanz. Wozu es darüber hinaus führen kann, wenn ein anonymer Staat ungebremst die sogenannte Lufthoheit über die Kinderbetten erklimmt, wurde schon verschiedentlich dokumentiert. Wussten Sie schon oder haben Sie es noch in Erinnerung, dass in 2012 allein in Deutschland über 40.000 Kinder ihren Eltern weggenommen wurden? Als nur gerade eine dieser 40.000 direkt betroffenen Mütter wird Ihnen Frau Andrea Sadek, Magistra der Philosophie, aus aktueller Erfahrung gleich hier im Anschluss auf Bildung unzensiert berichten. Klagemauer TV führte dieses Interview mit ihr im Rahmen einer persönlich von ihr eingereichten Klage. Frau Andrea Sadek ist Magistra der vergleichenden Literaturwissenschaft und Germanistik, akademisch geprüfte Markt- und Meinungsforscherin, Coach, Trainerin, Lebens- und Sozialberaterin. Sie spricht über rituelle Missbräuche an Kleinkindern und auf Traumata basierende Bewusstseinskontrolle. Wer ähnliche Erfahrungen wie Frau Magistra Andrea Sadek selbst gemacht hat, beobachtet oder gut belegbar vernommen hat und seine Erfahrungen mit ihr teilen will, der melde und vernetze sich mit ihr.
Ihr Ziel ist die Bildung eines Netzwerkes gegen Faschismus, Totalitarismus und Folter an Kleinkindern. Im Anschluss an diese Sendung blenden wir für Sie noch die Kontaktdaten von Frau Sadek ein. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, viele von Ihnen werden sich erinnern, dass wir vor gut einem Jahr über die Inhaftierung des Eugen M. berichteten. Er musste wegen zwei versäumter Schulstunden seiner 10-jährigen Tochter im Sexualkundeunterricht in der Justizvollzugsanstalt Hamm in Westfalen einsitzen. Der Zusammenhang. In deutschen Grundschulen werden Kinder der 4. Klasse im sogenannten Sexualkundeunterricht mit Themen und Anschauungsmaterial über Sexualpraktiken konfrontiert, die weder ihrem Alter noch ihren Bedürfnissen entsprechen. Der Tochter von Eugen M. war es davon so übel geworden, dass sie den Klassenraum verließ. Dieses Verhalten wurde von der Schulbehörde nicht akzeptiert und setzte die Maschinerie der Behörden in Gang. Eine zunächst verhängte Geldbuße wurde in Haftstrafen, sogenannte Beugehaft, für die Eltern des Mädchens umgewandelt. Sie waren nicht bereit, die Buße zu bezahlen und sich dadurch für schuldig zu erklären. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in derselben Region im Fall eines Jungen ein völlig anderes Urteil gesprochen. Er hatte über Jahre hinweg wegen Schulunlust die Schule geschwänzt. Allein im ersten Schuljahr an 40 Tagen. Hier wurden die Eltern lediglich verurteilt, dafür zu sorgen, dass der Junge regelmäßig die Schule besucht. Dies jedoch erst, nachdem jahrelang auch alle gutwilligen Bemühungen der Schulbehörden, den Jungen zu integrieren, gescheitert waren. Nochmals deutlich zum Vergleich. Im einen Fall schwänzt ein Kind jahrelang immer wieder die Schule und die Eltern werden lediglich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das nun aufhört. Im anderen Fall fehlt ein Kind wegen Unwohlseins während 2 Unterrichtsstunden und die Eltern werden mit Bußgeld und Erzwingungshaft belegt. Dies ist jedoch kein Einzelfall, wie man vielleicht meinen könnte. Es gibt im Raum Paderborn in Westfalen auch Eltern, die ihre Kinder zu ihrem eigenen Schutz nicht am Sexualkundeunterricht teilnehmen lassen. Sie mussten deshalb bereits wiederholt ins Gefängnis, vereinzelt bis zu einem Monat. Die Eltern erleben wie dieser Unterricht ihre Kinder sichtlich überfordert und empfinden dies als seelische Vergewaltigung. Keine andere Unterrichtsstunde werde aber so streng auf Anwesenheit aller Schüler überwacht und kein Fehlen dort so rigoros geahndet wie das Fehlen im Sexualkundeunterricht, berichtet eine Mutter. Bei so auffallender und wiederholter Unverhältnismäßigkeit in der Beurteilung seitens der Justiz ist kein juristisches Versehen denkbar. Doch welchen anderen Grund gibt es dann dafür? Nun sollte also auch die Ehefrau von Eugen M., Luise, die zwischenzeitlich ihr 9. Kind zur Welt gebracht hat, inhaftiert werden. Eine Mutter, die bewusst auf eine berufliche Karriere verzichtet, deshalb für ihre Kinder zu Hause bleibt und das jüngste Kind noch stillt, soll hinter Gitter? Doch sehen Sie selbst, die Situation wurde vor Ort live gefilmt. Dass wir das nicht in Ordnung finden, was da abläuft. Und deswegen werden wir das veröffentlichen, dass wir in den Medien erscheinen. Ja. Und das ist das Einzige, was wir jetzt im Moment machen können, weil die Justiz hat voll versagt. Ja, gut, da haben wir darüber diskutiert. Dann haben Sie auch mit meiner Frau gestern gesprochen. Sie sagen zwar, Sie können da nichts machen, Sie stützen sich auf das Gesetz, aber wenn das Gesetz versagt, wenn die Justiz versagt und eine Mutter mit
9 Kindern und einem Säugling vom Säugling quasi getrennt wird, das finden wir nicht in Ordnung und das wird die Konsequenzen haben. Ja. Müssen Sie natürlich auch verstehen. Ne? Verstehe Sie voll, Sie machen jetzt Ihren Job und möchten meine Frau fragen. Nein, ich will jetzt nicht reden. Ja, jetzt nicht tun. Da wir keine Schuld bei uns sehen, sind wir einfach nicht bereit, die 30 Euro zu bezahlen. Es geht hier nicht um die Summe, es geht hier nicht um sonst was. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip, ja. Weil halt die Justiz in dem Moment versagt und das Recht wird einfach verdreht und anstatt die Rechte, die Menschenrechte zu garantieren, wird genau das Gegenteil gemacht. Ja, okay. Alles klar. Herr Manns, ich habe Ihre Frau auch schon gesagt. Ja. Die Sache ist natürlich nicht erledigt, ne? Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall Ihre Frau, solange wie der Säugling noch da ist, oder noch das Kind als Säugling da ist und Ihre Frau stillt, Ihre Frau jetzt also nicht mitnehmen. Okay, das ist sehr vernünftig. Dann müsste ich das auch unter Zwang machen und das möchte ich jetzt hier nicht. Das ist, gerade auch vor den Kindern. Das würde den Rahmen sprengen. Also. Genau. Ich mache Sie mal darauf aufmerksam, dass die Sache nicht erledigt ist. Darauf. Die Staatsanwaltschaft möchte also, dass die Sache irgendwann aus der Welt geschafft wird. Ne? Das heißt, sie wird natürlich irgendwann wiederkommen, ne? Um die Sache zu vollstrecken. Also wenn die Herren es für notwendig halten, diese Sache durchzuziehen, dann werden sie auch entsprechend mit Konsequenzen rechnen müssen. Und das müssen die selber dann entscheiden. Ne? Ja, die Entscheidung liegt letztendlich nicht bei mir. Ja. Ne? Ich kann das nicht beurteilen. Ne? Ja. Beziehungsweise entscheiden. Dass das Urteil woanders gefällt worden. Genau. Ich führe nur aus. Okay. Okay? Meine Damen und Herren, der Film, den Sie hier gesehen haben, zeigt ein Deutschland 2014, das für sich beansprucht, ein freies und demokratisches Land zu sein. Wie diese Beispiele belegen, reagiert und handelt die Justiz jedoch ohne jegliches Augenmaß, wenn es um die umstrittene Frühsexualisierung unserer Kinder geht. Warum gehen Justiz und Schulbehörden hier gemeinsam derart rigoros gegen die Interessen und Bedürfnisse von Eltern und Kindern vor? Da drängt sich die Frage auf, welche Ziele dahinter stecken und wer davon profitiert. Um das herauszufinden, gilt es, alle Augen und Ohren offen zu halten und jede Staats- und Behördenwillkür ans Licht zu ziehen und bekannt zu machen. Mögliche Antworten auf diese Fragen geben Ihnen auch unsere Sendungen von morgen Abend. Vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren. Schalten Sie morgen um 19.45 Uhr wieder zu. Bis dann, auf Wiedersehen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bestimmt haben auch Sie vernommen. Am Freitag, den 7. November, wurde von der Deutsch-Schweizerischen Erziehungsdirektion Konferenz DEDK der revidierte Lehrplan 21 veröffentlicht. Christian Amsler, der Direktor des Gremiums, sagte, die dritte Version des Lehrplan 21 sei ein Meilenstein, auf den wir stolz sein können. Zur Erinnerung. Die vorangegangenen Versionen des Lehrplan 21 waren in verschiedenen Kantonen der Schweiz teils auf heftigen Widerstand von Lehrkräften und Eltern gestoßen. Zahlreiche Initiativen und Komitees hatten sich formiert, um gegen die ideologisch verbrämten Inhalte dieser Bildungsreform zu protestieren. Speziell die im Lehrplan 21 verankerte Gendererziehung hatte einen Sturm der Entrüstung entfacht.
Fachleute warnten, dass die Gendererziehung in der Schule darauf abzielen werde, die typischen Geschlechterrollen aufzulösen, die Frühsexualisierung der Kinder voranzutreiben und alle erdenklichen sexuellen Orientierungen und Praktiken als gleichwertig darzustellen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.